Nein! Du Spastiker, bevor du Heavy Storm aktivierst, Verzicht dich. Sündige Böcke. Böckige Sünde. Ja, böckige Sünden. Erstmal schön das Feld voll machen. Spam. Voll Spam, ey. Ich finde das so kacke, dass man die nicht für Tributbeschwörung missbrauchen darf. So, dann werden die schneller auf der Banlist, als du gucken kannst. Die waren zwischendurch so oder so mal auf der Banlist, also. Komplett auf der Ban, nicht limitiert? Ja, die waren mal eine Runde lang, also kam ja immer einmal im Vierteljahr eine Banlist und ein Vierteljahr lang waren sie auf der Banlist. Kann ich mit Tribute auf den Doom doch machen? Ach, egal. Er sollte ein paar von den Viechern zerstören, sonst spammen die mein Feld irgendwie voll. Ich hab mir gerade selbst ein Bein gestellt. Das Geilste wäre jetzt, wenn... Ich muss kurz was schreiben. Ja. Also, ich bin weiter anwesend, aber ich muss was schreiben. So, nein, Nadelwurm, du Pisser. Der hat ein Deathdraw-Deck. Oh. Nein! Der hat mir meinen Menschenfresserkäfer und meinen Rush Reckless hier runtergehauen. Humiliation. Kacke. So, ja. Was? Quantenduell-Theorie-Strategie? What the fuck geht mit deiner Mutter, ey? Ja, natürlich. Luster Dragon. Guess what? Trap Hole. Hihi. Oh, herrlich. So. Oh, yes, noch ein Trap Hole. Sad. Badadam. Was schreibst du eigentlich? Ich schreibe dem Herrn, der mir meinen Geldgeil-Hintergrund macht. Oh, cool. Sag ihm, er soll ein paar Dollarscheine einfügen. Ich meine ja nur. Würde auf jeden Fall zum Schema passen. Weißt du eigentlich, wie scheiße das ist? Jedes Mal, wenn ich meine Dose aufmache, kriege ich so einen Vanilleduft in die Nase. Ja, ich stehe nicht so auf Vanille. Also. Okay, ich kann die Viecher echt nicht tributen, das ist auch kacke. Oh, wie süß, eine weiße Magierin. Konnte man daraus nicht auch mal einen Deck bauen aus diesen beiden Viechern? White Magician Pikachu und Black Magician Bla, Namen vergessen. Ja, genau. Bestimmt, also die schwarze Magierin habe ich oft mal in so Burner-Decks benutzt. Stimmt, ja, so ein Burner-Damage gehabt. Die Flame. Ist der dumm oder so? Yep. He was carefully strategizing that I played an Trap Hole. Und so. Der weiß, dass das so Trap Hole hast. Oh. Da. Gut, dass du noch die. Rennsohn. Du noch die Mainphase 2 hast. Danke, dass du mich diesmal daran erinnerst und ich sie nicht wie sonst auch immer überspringe. Ich kann nichts beschwören, weil das alles ein Tribut braucht. Ernsthaft jetzt? Yep. Junge! Gumminasai. Nein, er greift jetzt nicht ernsthaft mit seinem Nadelwurm an, ey. Und wie er sich freut! Weißt du was, der voll hat... Voll die Move-Taktik, aber scheiß drauf. Ja, aber was mal so gesagt werden musste, der hat eine Frisur wie Phoenix Wright. Irgendwie ja, nur mit Gelb. Nur mit Gelb. Riesentornade. Kann er immer noch nicht. Snatch Steal und dann opfern. Erstmal große Tornade, weil ich habe keinen Bock, dass er da irgendwas Verdecktes hat. Snatch Steal Activation. Wer jetzt hat meine Idee? You are so the Überpro. I am the Geldgeil. You are the Geldgeil. I agree. Und das opferst du jetzt und dann haust ihm das volle Ganne in die Nase. In die Nase. Ich roll diese Karte zu so einem Stift zusammen und dann stecke ich es ihm bis zum Anschlag in sein Hirn. Und dann kann er nachdenken. Battleface. Dum, 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 dum. Battleface. Technobase FM. Das war keine Werbung, das war einfach nur eine Empfehlung. Das war einfach nur Battleface. Ja. Was, Vettel? Ja, Battleface. Ach bloß, du kennst nicht Fettel Juice. Hallo Exiled Force Activation. Weißt du, ich hab mich damals mit einem Arbeitskollegen so über eine Werbung auf dieser Albi-Packung lustig gemacht.
Den meinte man doch Fettle Juice. Okay. Was? Was, was? Nein! Warum hat er die OP, eine der OP-sten Trap-Karten im ganzen Spiel? Ich hab grad nicht aufgepasst. Magische Zylinder. Ja, die sind echt OP. Hallo? Angriff negieren und Schaden zurückwerfen in einem? Ist wie ein Überraschungsei. Ja, das Einzige, wenn man sie noch mehr OP-heiter machen könnte. OP-iger. OP-heiter? Ja, mehr OP-Dingens, also... Ich kenne die Steigerung von OP nicht, also... OP-iger. Ja, wie sie noch OP-iger sein könnte, wäre es, wenn das eine Konterkarte wäre, ey. Boah. Zack, tack. Ich warte noch darauf, bis ich Fu krieg. Das ist so geil. Dann kann ich rumschauen. Ich mag Fu. Fu! Fußrodar! Ja, das fällt mir ein, ich wollte noch ein Fußrodar für Like Headshot machen. Ich bin sowieso dafür, jeder von uns macht mal ein Fußrodar für Like Headshot, damit mal wieder was auf Like Headshot passiert. Benutzt dieser Idiot gerade sein Ring of Destruction an meinem Token mit null Angriff? Irgendwo. Ich hab den Sinn dieses Zugs nicht verstanden. Wie war das? Er ist ein Genie und strategized alles im Voraus? Oder was? Komm, klatsch ihn einfach kaputt, ey. Ich frag mich, Alter, das hast du so verdient, dass ich dich jetzt mit einem ollen Regenbogenfisch kenne. Ich meine, er hätte sich selbst getötet, hätte er Ring of Destruction an deinem... Hätte er nicht, es zieht nur Hälfte von den ATK. Echt? Mhm, deswegen hätte er noch 200 über gehabt. Gott, du hast es nicht verdient, dass man dich spricht. Nee. Was für ein Tag ist. So, nochmal? Nee. Morgen ist Samstag. Nein, say what? Nein, heute ist Sonntag. Ist jetzt jemand am Vulkan? Yes, Jaden im Vulkan fighten. Boah, voll ebel. Hey. Der wiederholt sich auch noch, ey. Oh ja, okay, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal. Yes. Ich glaube, ich schick den Typen nochmal. Ach nee, wenn ich ihm eine Spam-Mail schicke, dann will er mit mir kämpfen. Schwänze! Yes, korrekt, Algo. Fuck, ich wollte doch Second gehen. Ach, egal. Passt schon. So. Doyle. Was haben wir hier Schönes? Best of Talwar. Irgendwie habe ich immer als allererstes Upstart Goblin auf der Hand. Damit du ihm schön wieder schön 10.000 Punkte nachblasen kannst, genau. Ja, du weißt, dass da auf die Karte hat mein Wannabe CVT ohne C und ohne V, aufgebaut. Was ist es dann eigentlich am Ende nur? Ohne C und ohne V und ohne es T? Es ist nur ein Turbo. Es ist nur Turbo, super. Ja, ich finde den Hintergrund hier aber epel. Ja, hallo, wir stehen in einem Vulkan. In einem Vulkan? Ja, wir legen eine heiße Sohle aufs Parkett. Wie kannst du da noch leben? Oh. Deine Karten müssen sich schon aufrollen, genauso wie dein Hirnlappen. Das tut mein Hirnlappen schon seit ein paar Tagen, also. Ah, scheiße, mein Ginger Ale ist alle. Menno, mein Ginger Ale ist alle. Ginger Ale? Ach du Hurensohn, warum der Einzige, der Trampelschaden hat, du? Der hat irgendwie genau das. Was? Was kann ich jetzt aktivieren? Nein. No. Ich will dem nicht noch extra Angriff geben. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit! Ich bin immer noch, ich wär ein guter Medic. Mhm. Dann müsste echt mal so ein Like-Headshot-Gruppen-Bild, also so ein Gruppen-Cosplay-Bild, Like-Headshot, Team Fortress-Team machen. Mhm. Ich kann mich nur nicht entscheiden, würde ich auch den Medic machen. Oder den Spy. Oder den Sniper. Den Spy wollte Milchi machen, du könntest einen Engineer machen. Hä? Yes! No. Hä? Was denn jetzt? Der will jetzt wissen, ob du eine Spell oder eine Trap Card aktivieren willst. No! Ich dachte, er will wissen, ob ich Maneater Bug aktivieren will. Der muss erstmal zerstört werden, bevor das funktioniert. Eigentlich nicht, weil Flip-Effekte sich vor dem Damage Step aktivieren. Lies dir gleich mal Maneater Bug durch, ich will das wissen. Es ist ein Flip-Effekt. Flip-Effekte werden vor der Damage Step gemacht. Vielleicht dachte ich das Spiel, nee, ich bin besonders. Will you chain? No, ich will nicht chainen. So. Ich lese mir jetzt Maneater Bug durch.
Okay. Filter, no sword, no one. Da. Flip, destroy one monster on the field, regardless of position. Es ist ein Flip. Flips werden vor der Damage Step aktiviert. It doesn't make any sense, aber ich glaube, dann wäre das Spiel einfach, einfach OP. Nein, das ist wirklich so. Es ist jetzt ein Bug im Spiel. Geil. Also der Flip kommt, bevor das Viech zerstört wird. So, Impashi, Magician of Faith. Erstmal nochmal ein Upstart kommt. Nein. Diesmal nicht. Ach, warte, kann ich damit auch verdeckte Zauber und Fallenkarten? Ach so, das ist Nobleman of Extinction hier. Tschüss! Ich zerstöre deine verdeckte Karte. Major Attack. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Blazing Impashi, Summon. Der Typ antwortet echt schnell. Ich weiß. Der ist gut. Battleface. Ich will, dass mal irgendwas Tolles passiert. Keine Ahnung, dass irgendwie wieder Tage übersprungen werden oder so. No, no. Fuck, no. End my turn. No. 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 ja. Oh, yeah, warte. You open, nein, ich will das Monster summon, nein. Jetzt darf ich das aktivieren. Deswegen liebe ich Rush Recklessly. Fast so böse wie, keine Ahnung. Major Attack oder so ein böses Zeug. Urban Limbus of Talva, Magician of Faith. Set. Ich hab gar keine Musik mehr an, fuck. Set, ich hab auch keine, fällt mir gerade so ein. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt für eine Musik einfügen soll. Enter Battlefield. Soll ich jetzt mal eine ganze Folge lang den Trollolol-Song? Ich glaube, dann schalten sie alle ab und die abonnieren dich und gehen zu mir, damit ich Geld bekomme. Das können die sowieso machen. Jetzt mal so ganz hust, abonniert Shadows neuen Kanal. Wenn er denn irgendwann... Der eventuell jetzt schon draußen ist, wenn ihr das hier seht. Ja. Eventuell möchte ich da betonen. Ja, und wenn nicht, dann tut es trotzdem. Hm. Und wenn ihr so böse seid und noch nicht in den Original Shadows of 305 Kanal abonniert habt, dann seid ihr schlecht. Dann fangt an, mich zu hassen, ja, damit ich euch blocken kann. Oh, wie süß, er holt noch einen Speerdrachen raus. Und greift. Wieso hat er sowas? Keine Ahnung. Aber er war so dumm und hat nicht mal ein Viech angegriffen. Was will ich, Rush Recklessly oder Nobleman of X? Ja. Ist dein Deck. Ist dein LP. Ja, mein LP. Ich bin nur dein Gewissen. Du bist das Gewissen? Oh Gott, ich bin verloren. Ich bin nur das Gewissen, was ab und zu mal sagt, hey, Alter, Mephis 2, Junge. Junge. Boah. Geh doch Mephis 2, Alter. So, will ich jetzt nochmal einen Abstand summon, Harpien, Bruder. Bruder. Weißt du, ich hab mir eigentlich gesagt, ich mache heute mein Berichtsheft, damit ich nicht so hängen wie Make. Problem ist, dann habe ich ganz vergessen, dass du mit mir aufnehmen wolltest und mir gesagt, komm, machst du morgen. Morgen ist Montag. Ich weiß. Montag ist ein Scheißtag. Montag habe ich nur Schule. Ich habe morgen zwischendurch zwei ganze Freistunden, in denen ich offiziell nichts mache. In denen ich wahrscheinlich zeichnen werde. Ich will auch zeichnen können. Ich kann es nicht. Ja, ich zeichne ja nicht. Ich kopiere ja nur. Oh, wie süß. Er entschuldigt sich bei der Karte, dass ich sie zerstört habe. Ich tue das nicht. Und du sagst nur, was bist du für eine Scheißkarte? Stirb's einfach. Stell dir nicht so an. Oh, Achtung, hier. Attention. Nächste epische Yu-Gi-Oh! Referenz in der einen Folge von der Yu-Gi-Oh! Staffel, wo sie mit diesem Siegel von Aurikalkos gespielt haben, diese Arschlöcher von den Gegnern. Da hat der Pharao irgendwann mal selber das Siegel von Aurikalkos gespielt, seine ganzen Monster wie Dreck behandelt und die haben ihn im Endeffekt gekillt. Och ja, das war am Ende geil. Ja. Die haben ihn voll gehatet. Die haben ihn richtig gehatet, wie böse die. Die haben ihm den bösen Blick zugeworfen. Oh ja, Feuer am Katzi. Vergessen. Ich hab mir so richtig vorgestellt, das müsste man mal machen. Ja. Aber da kommst du ja nicht am Copyright vorbei. Wie macht das eigentlich Little Kuribo? Der kommt nicht dran vorbei. Was meinst du, warum sein Kanal so oft mal gesperrt ist? Also. Der muss dann erst nach Japan fliegen, die Leute verprügeln und dann ist sein Kanal wieder aktiv. Okay. Ich glaube, ich beschwöre dich mal.